Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Wie ihr seht, es ist passiert, ich bin umgezogen. Ich habe Berlin den Rücken gekehrt. Eine Stunde von der dänischen Grenze entfernt ungefähr, mit dem Auto. Ich selber habe kein Auto, aber jetzt haben wir ja gerade Corona, noch immer, also Covid-19 mit Lockdown und ganzen Gezähler. Es ist noch April, während ich das hier aufnehme. Und im Mai läuft es wahrscheinlich, da haben wir mit Sicherheit immer noch Corona, weil die Impfungen ja so schleppend laufen und etc. pp. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber Corona, finde ich, ist ein gutes Thema. Und zwar habe ich hier eine Bon. Ne? Das Schilum hier ist komplett sauber und ich ziehe jetzt dann einen Kopf dadurch und dann zeige ich euch nochmal, wie dieses Schilum danach ausschaut. Ich komme kurz näher, um euch das genau zu zeigen. Ja, komplett sauber. Das wird mein Köpfchen sein. Jetzt nochmal ganz kurz, was da mein Gedanke dazu ist. Der Hintergrund ist, in Israel sind sie ja nicht ganz so verbohrt wie hier bei uns. In Israel geht es ja eher darum, den Kranken zu helfen und nicht in erster Linie ums Wirtschaftliche und das Zweite dann den Menschen. In Israel geht es eher um den Menschen, dann um die Wirtschaft. So. Jetzt ist es so, dass die da forschen mit Cannabinoiden, was kann man da noch alles machen in der Medizin, weil die halt schon unglaublich weit voraus sind, was das Ganze angeht. Also die können dort im Altersheim die Leute wieder dazu bringen, dass sie wieder sprechen anfangen, weil die eigentlich nicht mehr können. Mit Cannabis-Medizin. Also, da gibt es ein Altersheim, wo die Leute Cannabis bekommen in die verschiedensten Darreichungsformen. Vom Tropfen über Kekse zu Blüten. Alles dabei. Jetzt forschen die natürlich auch, was kann man noch alles damit machen, und haben festgestellt, dass einige Cannabinoide tatsächlich in der Lage sind, einen resistenten Krankenhauskeim abzutöten. Testing ist resistent gegen alle möglichen anderen Sachen. Egal, ob man da jetzt desinfiziert oder nicht, dieses Scheißding überlebt das. Ja, du kannst Antibiotika einnehmen, macht dem nichts aus. Und dann kommst du mit Cannabis um die Ecke und das Ding verreckt. Ist das nicht cool? Ich weiß es natürlich nicht, weil ich kein Mediziner bin. Ob Covid-19-Viren, die da in ihren Aerosolen drin stecken, ob die da nicht eventuell sogar anfällig drauf sind. Ja? Oder ob sie vielleicht schlechter andocken können, wenn die Atemwege voll sind mit diesem Cannabis. Ausdünstungen, Schleim, weiß der Geier, wie man das auch nennen mag. Ablagerungen, würde ich sagen. Deswegen wollte ich das jetzt mal zeigen, wie das ist, mal so eine Bon durchzieht und schon eine gute Mischung. Also ich brauche halt immer größere Mischungen auch, gell? Aber es geht nicht um das von der Menge her. Das müssten natürlich Wissenschaftler dann erst einmal feststellen, ob es überhaupt so ist, wie ich mir das da gerade denke, dass das Covid eben da nicht mehr durchkommt durch diese Barriere, um eben die Lungen dann überhaupt zu beschädigen. Vielleicht bleibt es dann in den oberen Atemwegen stecken und da kann man es dann mit anderen Sachen noch bekämpfen. Ist einfach nur so ein Gedanke. Drum jetzt kommt mal ausnahmsweise, ja, ganz, ganz selten mache ich das ja nur noch, dass in meinen Videos gekifft wird. Heute mache ich es, das ist medizinisches Cannabis, das habe ich vom Arzt verschrieben bekommen gegen meine Fibromyalgie und es ist nichts Illegales, ja. Es geht jetzt für die YouTube-Leute, die das Video sonst wieder auf 18 stellen oder womöglich sperren oder löschen wollen oder sonst irgendwas. Und ja, hier kommt's. So. Das kann man ja wunderbar sehen, oder?
was da passiert ist. Ich komme gleich näher, damit ihr es gescheit sehen könnt. Also, bin mir mal ganz sicher, zu 100% sicher, dass die Atemwege, die Schleimhäute, ähnlich aussehen. Ja. Da ist alles flüssig und feucht, bevor der Rauch da durchgedrückt wird. Und durch die Schleimhaut vor allem. Das ist dann einfach eine Barriere. Und es wäre interessant, ob das nicht vielleicht hilfreich wäre. Es muss ja gar nicht viel THC drin sein. Es kann ja sein, dass das CBD-Cannabis da ausreichend ist. Und vielleicht sogar mit dem Vaporisieren. Das ist jetzt nur zum Zeigen. Ja? Normalerweise muss das gar nicht durch die Bong sein. Ich habe auch Vaporizer und ich vape eigentlich ganz viel und dab auch. Ne? Ein Dab-Bong. Und ja, ich glaube, dass es das schon hilfreich sein könnte. So, Leute. Jetzt komme ich nochmal zu meinem Hauptanliegen von dem Video. Die Bundestagswahl. In einigen Bundesländern wie in Berlin zum Beispiel ist ja auch noch mal eine Landtagswahl oder wie immer das auch in den Bundesländern immer heißt. Das heißt überall ein bisschen anders, aber im Grunde ist es dasselbe. Ja. Ihr wisst ja, dass die Regierung so aufgebaut ist: Bundestag, Bundesrat. Wenn da Gesetz geändert werden soll, brauchst du in beiden Häusern, im Bundestag und im Bundesrat, die Mehrheit. Bundesrat sind die Landtage. Also überall, wo zum Beispiel die Grünen die Regierung im Landtag bilden, ist es hilfreich, wenn im Bundestag, sagen wir mal, die Grünen gewinnen sollten und die möchten das ändern. Das muss ja durch den Bundesrat auch durch. Und damit es da nicht blockiert wird von der Union, ja, muss man halt deswegen, rufe ich immer auf, die Grünen zu wählen oder die Linken zu wählen. Es ist jetzt so, dass die SPD auch für sich gefunden hat, Cannabis plötzlich legalisieren zu wollen. Die kommen wieder mit der Mindestforderung an, Modellprojekte. Absoluter Blödsinn, meiner Meinung nach. Freigabe, staatlich produziertes Cannabis oder noch besser das, was die Linken fordern, Cannabis Social Clubs und Eigenanbau. Das ist ja fast überall mit dabei. Also die Grünen haben ein gutes Gesetz auf die Beine gestellt, da kann man natürlich nochmal drüber diskutieren, die Mengen zum Beispiel, ja, und was passiert, wenn man es an Minderjährige abgibt. Das muss unter Strafe gescheit gestellt sein, aber natürlich nur dann, wenn man es nicht an die eigenen Kinder, zum Beispiel mal, die man probieren lässt mit 16, ja, boah, probier einmal, oder Mädel, probier einmal. Das ist dann was anderes wie was verkaufen, damit Jugendliche sich dauernd die Birne zukiffen können. Das ist einfach nicht in Ordnung. Vernünftiges ab 18 Eigenanbau und bestimmte Menge zum Kaufen und sowas wie ein Coffee Shop oder eben ein Cannabis Social Club mit einem angrenzenden Club, wo man sich auch treffen kann. Social Network, wie Leute, die halt in der Kneipe gehen und ein Bier trinken, können die da halt ihr Cannabis konsumieren und quatschen. Darum geht's. Ja. Und ich finde schon, ja gut, die FDP, die möchte ja auch. Aber die hat halt so einen Spleen von wegen am THC-Grenzwert Steuern und so. Das ist halt nichts, geht nicht da. Das finde ich nicht okay. Das will ich nicht haben. Ich will nicht ein 30-prozentiges Cannabis mit 30 Euro Steuerzuschlag zu dem, was der Anbauer und der Händler nur will. Sagen wir mal, die wollen schon 15 Euro und dann nochmal 30 Euro drauf, sind 45 Euro für 1 Gramm. Das will ich nicht haben. Aber ich brauche schon ein bisschen mehr. Ne? Und möchte nicht wissen, was Konzentrate dann kosten würden. Nee, 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 nee. Steuern ja, aber anders. Und ich möchte es auch nicht in der Apotheke kaufen müssen. Ich finde die Apothekerpreise jetzt schon exorbitant hoch und die verdienen sich schon eine goldene Nase mit dem medizinischen Cannabis. Die müssten nicht auch noch da ihre Hand aufhalten und den gierigen Schlund vollstopfen. Deswegen bin ich persönlich gegen FDP. SPD, Wendehälse, heute so, morgen so. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Das hat einfach Hand und Fuß. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die SPD ist sich nicht einig.
Deswegen, Leute, überlegt es euch ganz gut, ob ihr SPD wählen wollt. Die Grünen. Ich weiß, die wollen uns unseren Benzinmotor wegnehmen. Ja, ist auch gut so. Die Umwelt wird uns allen danken. Auch euch. Ja, ihr wollt euren Verbrenner. Glaub mal, wenn die Grünen an die Macht kommen, wird keine andere Sache passieren, als wenn es die anderen sind. Weil sie alle kapiert haben, wir müssen weg von fossilen Brennstoffen. Wir müssen hin zu erneuerbarer Energie. Und wir müssen die Umwelt dabei schonen. Strom, Elektro und vielleicht Hybrid oder, ich weiß nicht, Wasserstoff oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Wissenschaftler, Leute. Aber eins ist Fakt. Die Grünen sind nicht alleine. Alle anderen auch. Alle haben es verstanden. Auch die CDU. Vielleicht die AfD nicht, weil die so alternative Fakten an sich heranholen. Und die Nummer mit dieser Kinderfickerpartei. Vergiss es. Da ging es um ganz andere Sachen. Und es war ganz eine kleine Abspaltung von ein paar Grünen. Das zählt überhaupt gar nicht mehr. Wer weiß, ob die überhaupt noch in der Partei drin sind. Es steht auch nicht im Parteiprogramm drin. Und das ist wichtig. Heute die Zukunft und nicht das Gestern. Scheiß drauf. Was interessiert denn mich, was die Grünen erzählt haben, als der Schröder dran war? Ja? Oder als sie sich gegründet haben, als der Kohl noch dran war? Was interessiert denn das noch? Heute ist interessant und vor allem, was nach der nächsten Wahl ist. Ja? Mich interessiert dann noch nicht einmal, was war, als die Merkel die ganze Zeit dran war. Das ist vorbei. Wir haben jetzt. Wir haben die Erderwärmung, wir haben Corona. Ich will nicht sagen, dass die Grünen da jetzt die 100%ige Lösung wäre. Ja? Weil ich persönlich, ich wähle sie nicht. Ich werde die Linken wählen. Warum? Weil es mich persönlich am meisten betrifft, was die Linken fordern. Deswegen möchte ich, dass die möglichst stark vertreten sind. Ich weiß, sie werden keine Regierung stellen. Das weiß ich schon, dass die in der Opposition sein werden. Und wenn der Hofreiter da aus Bayern, der Anton, so kurz vor der Wahl wieder irgendeinen so einen Scheißdreck raus hat, was er immer macht, dann werden die Grünen auch nicht so stark werden. Weil der macht es jedes Mal, dass er irgendeinen so einen Rotz fordert, der so richtig schön in der Bildzeitung falsch dargestellt wird, damit die Mehrheit der Kurzdenkenden da ihr Kreuzerl wieder nicht machen wollen. Dass ich mal sage, nein, dies und jenes hat der gefordert. Ja, aber er ist ja nicht alleine. Und der ist auch nicht der Ansager, wenn es um die Bundespolitik geht. Da ist eine Frau jetzt oben dran und wer, dann muss man hinhören, was die sagt. Aber lest einfach das Wahlprogramm durch. Bei den Linken ist es ganz genau dasselbe. Sie wollen eine Umverteilung. Vor den paar wenigen Reichen, ja, die sind nicht die Mittelschicht, Leute. Die sind nicht die wenigen, die meine Videos anschauen. Von euch betrifft es gar keinen. Das sage ich da mit Fug und Siegel. Es trifft Amazon, Google, Apple, die ganz Großen. Die trifft's. Die sollen einmal ein bisschen Geld abdrücken, ja, damit die Welt wieder besser geht, damit es ein bisschen weiter dreht. Weißt du, da haben sie mal alle Angst, dass uns in die Tasche fassen wollen. Wir haben ja selber nichts. Weißt? Aber wir lassen uns aufhetzen von den anderen. Ey, die CDUler, weißt du, was ich meine? Selbst die haben alle nicht so viel Kohle. Höchstens der korrupte Teil von denen, die natürlich jetzt alle schön vernetzt sind. Ey, wer will denn so einen korrupten Typen noch mit dran haben? Also ich nicht. Ich möchte endlich einmal, dass es in Deutschland ein bisschen sozialer zugeht. Gerechter. Sozialer und gerechter. Damit diese scheiß Neiddebatte aufhört. Damit die Leute nicht so aggressiv die ganze Zeit sind. Hä? Ja, was soll ich sagen, Herr? Ich empfehle tatsächlich in jedem Einzelnen von euch den Wahlomat. Sobald der online geht, da die paar Fragen ankreuzen, die Parteien, die halt, ja, macht es mal, dann denke ich mir, wird dann klar sein, welche Partei interessant ist zu wählen für dich persönlich, damit du nicht hergehen kannst und sagst, ja, der Ernst hat gesagt, ich soll dies oder jenes wählen. Wähl das, was für dich wichtig ist, aber Hauptsache du wählst. Ja? Es gibt viele Leute,
Die sagen, nein, ich gehe gar nicht wählen, weil die sind ja eh alle gleich. Die haben es nicht verstanden. Die haben diesen Gedankenprozess abgekürzt. Weil es geht ja nicht darum, dass dein eigenes Leben fremdbestimmt von einer Partei wird, wenn du mal arbeiten gehst, Geld verdienst, nach Hause kommst und Fernsehen schaust, der Alte vögelst, aufstehst, arbeiten gehst und das dein Leben lang so machst. Und dann nur am Jammern bist, dass sich gar nichts verändert. Was soll sich denn verändern? Warum machst du es dann nicht? Die Parteien werden das nicht. Die können nur den Rahmen außenrum, dein Lebensumfeld, das können sie beeinflussen. Das, was du damit deine Steuern alles bezahlst, das kannst du nicht beeinflussen. Das verändert auch nichts. Ob da jetzt mal wieder eine halbe Million Flüchtlinge aufnehmen und da viel Geld reinstecken oder nicht, das wirst du nicht spüren. Das spürt keiner von uns. Wir kriegen nicht mehr oder weniger deswegen. Uns geht es ganz gut in Deutschland eigentlich, wenn man so vergleicht, wie es andere Leute geht in anderen Ländern. Schau mal nach Indien. Gerade zur Covid-19-Zeit, wie krass das da um sich schlägt und wie die Gesundheitswesen, wie das gerade zusammenbricht, weil die halt am Ende sind auch und weil es jetzt nicht ausgelegt ist auf so viele Menschen zeitgleich. Wir in Deutschland, wir haben so viel Glück, dass wir überhaupt so viele Plätze haben und dass die Menschen von sich aus schon, von Haus aus schon gesünder leben können. Und Abstand halten können. In Indien kannst du das nicht. Ja. Bei uns die Obdachlosen haben auch ein Problem. So ist es nicht. Wenn da jetzt wieder heißt, ja, Ausgangssperre, wo sollen die müssen ja da unter der Brücke hocken. Hockt sie da mit dem, weiß ich nicht, Schlafanzug oder wie? Müssen sich einen Deckel über den Kopf halten, damit es, also nicht ganz durchdacht. Nur ab und zu, wenn sie sich brüsten, was sie alles getan haben. Wirtschaftshilfe. Die zahlen jetzt immer noch. Hey, es ist Ende April 2021. Sie zahlen jetzt noch Novembergelder aus von 2020. 2020, November. Hey, die Leute brauchen die Pinunzi sofort und nicht irgendwann einmal. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Und merkt euch eins, das ist der Scholz von der SPD. Der da auf der Bremse sitzt und die Kohle nicht rausrückt. Macht einen Haufen Geldschulden. Buttert wie blöd Kohle rein in die großen Konzerne. DAX-Konzerne, die an der Börse sind und Geld ausschütten an ihre Aktionäre. Steuergeld. Aber die ganzen Kleinen, die werden einfach hängen lassen. Dann steht wieder groß in der Zeitung ein paar Betrüger. Das war doch abzusehen, dass das passiert, wenn man da so einfache Larifari-Sachen macht, dass dann wieder irgendwelche angeschissen kommen und da einen Betrugsversuch machen. Das war abzusehen. Aber da muss man doch nicht gleich alle wieder unter Generalverdacht stellen. Ja, da muss man halt notfalls erstmal auszahlen und dann wieder zurückholen. Dann ist das halt so. Ist meine Meinung. Weißt? Deswegen, Leute, schaut euch ganz genau an, wie der Herr Spahn und die Frau Merkel und wie sie alle heißen, wie die gerade abgehen, während Corona ist. Was die gerade machen, wie sie Sachen versprechen, nicht halten und nicht einhalten, wie sie lügen, wie sie die Macht ausnutzen, die sie gerade haben, ne? Wie sie die Leute erst Angst gemacht haben, extrem. Und jetzt, wo es eigentlich nötig wäre, diese Angst zu haben, weil es jetzt gerade eigentlich gefährlicher ist als vorher, jetzt funktioniert es nicht mehr so richtig, wenn man halt so das Vertrauen nicht mehr hat, weil jetzt irgendwie Luft draus ist, weil man sieht halt, dass das halt alles Luftpumpen sind. Ey, wir können froh sein, dass wir nicht von einem anderen Land angegriffen werden, in einer Kriegssituation geraten, weil dann wird man da alt ausschauen. Ja. Ich meine, ich traue schon unserer Bundeswehr, traue ich schon was zu. Und da sind schon mit Sicherheit auch Strategen und Generäle, die auch was auf dem Kasten haben. Aber die sind ja auch weisungsgebunden, ein bisschen, oder? Die wissen ja auch ein bisschen mit dem. Also, so kaputtgespart wie die sind. Naja. Okay, Leute, das war's für heute. Peace out.
Ah ja, und jetzt zur Wahl, gell. Ob jetzt die Tierschutzpartei oder die Partei ist, weil die soll ja sehr gut sein.